Also, Bubbles, ich weiß nicht recht. Professor, bitte. Nun, ich kann ja mal versuchen, ihn in ein Einhorn zu verwandeln. Mit Hilfe des Transmogrifizierungsstrahls, den ich zufällig gerade fertiggestellt habe. Aber er wurde noch nicht gründlich getestet. Professor, er braucht das. Ich brauche das! Also, das musst du entscheiden, Dani. Möchtest du ihn wirklich ausprobieren? Wenn meine Freundin Bubbles sagt, dass es eine gute Idee ist, ja dann mache ich das. Ich vertraue der Totalschwester. Na dann, Mädchen, Schutzvisier runterklappen. Und sagt schon, sehe ich hübsch aus? Du siehst wirklich richtig majestätisch aus. Ganz ehrlich, das ist nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Oh Mann, ich fühle mich jetzt schon anders. Was? Professor? Bubbles! Sag, was hast du mir nur angetan? Also, noch einen Versuch? Nein! Ich hasse Wissenschaft! Hey, was ist das? Oh, was ist das denn? Seht mich nicht an! Oh nein, 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 nein! Das ist schon wieder! Nein, nein, nein! Oh, Bigfoot, ich wusste es! Das ist die Kristallgurke der Verzweiflung. Die Legende besagt, wenn sie zerbricht, regnet für immer Pech auf uns herab. Ah, ein Freak! Ich bin doch kein Freak! Oh, da fällt mir ein, ich muss noch einen Brief einwerfen. Oh, hallo! Dani, du musst dich wieder beruhigen. Beruhigen, sagst du? Sieh mich an! Ich bin ein Freak! Du bist nicht mehr meine beste Freundin! Dani! Es tut mir schrecklich leid. Das ist alles meine Schuld. Ich habe dich in Gefahr gebracht, weil ich mit einem Einhorn befreundet sein wollte. Ich wollte allen beweisen, dass es sie gibt. Aber es gibt sie nicht! Du hast dich geirrt! Wir haben uns beide geirrt! In dieses blöde Horn zu blasen! Dani, tief in deinem Herzen weißt du, dass du ein echtes Einhorn bist! Nein! Tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich ein Monster bin! Oh, oh nein! Bubbles! Ich wollte doch nicht! Oh nein! Was habe ich getan? Oh. Hey, Museen sind doch immer wieder erhebend. Alles in Ordnung? Wo ist Dani? Es tut mir leid, Bubbles. Er. Hä? Er ist auf einmal wieder ein Pony. Aber wieso? Seht mal, Leute. Ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Bubbles? Dani, es tut mir so leid. Ich fühle mich einfach schrecklich. Mir tut es auch leid, Bubbles. Ich habe dir die Schuld gegeben, aber weißt du, ich habe auch nicht an die Konsequenzen gedacht. Ich weiß, dass du nur versucht hast, mir zu helfen. Ich meine, hey, ich wollte doch auch um jeden Preis ein Einhorn sein. Aber Dani, du bist doch ohnehin schon ein Einhorn. Okay, Bubbles, das ist wirklich lieb von dir, aber ganz ehrlich, allmählich wiederholst du dich. Nein, sie hat recht, Dani. Mom, wieso treibst du dich mit diesen ganzen Einhörnern rum? Du bist jetzt alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Ich musste warten, bis du groß genug geworden bist, um dich auf eine intensive Selbstentdeckungsreise zu begeben. Sagt mal, Leute, was geht denn hier gerade ab? Du hättest es früher oder später selbst herausgefunden, wenn du dir mal die Haare geschnitten hättest. Ist das ein Pickel? Das ist ein Horn! Ach, Dani, ich freue mich ja so für dich. Das war der beste Tag!